Let's turn our Bible to the book of Psalms 103. Schlag mal bitte euer Bibel auf mit mir. Psalm 103. Very famous Psalms. Sehr, sehr berühmter Psalm. Today I want to talk to us about what I've titled Bless the Lord. Heute möchte ich darüber sprechen, und zwar über das Thema, was heißt Preise den Herrn. Hallelujah. Hallelujah. Bless the Lord. Preise den Herrn. So we read from the verse number 1. Psalm 103, wir lesen ab Vers 1. The psalmist says, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Preist den Herrn, meine Seele, mein Inneres, seinen heiligen Namen. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Preist den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht all seine Wohltaten. Who forgives all thy iniquities, who healeth all thy diseases. Der da vergibt all deine Sünden, der da heilt all deine Krankheiten. Who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies. Der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Who satisfies thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. Der mit Gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Amen. Amen. The psalmist said, bless the Lord, O my soul. Hier spricht der Psalmist, preis den Herrn, meine Seele. Now this is a psalm in which he is talking to his soul. Also das ist ein Psalm, wo der Psalmist zu seiner Seele spricht. He says, the Lord, he says, my soul, bless the Lord. Meine Seele, preise den Herrn. Now, when we look at this passage, wenn wir diese Stelle anschauen, the name of the Lord in this passage is what, you know, is revealed in other parts of scriptures as Yahweh. Also der Name des Herrn, was aber in anderen Bibelstellen offenbart wird, heißt Yahweh. You know, the names of God actually reveals the character of God. Denn die Namen Gottes offenbaren Gottes Charakter. You know, God does not just want us to know his name. Gott möchte nicht, dass wir nur seinen Namen kennen. So he reveals part of his attributes, his character by a name. Und dementsprechend zeigt er gewisse Eigenschaften von sich durch seinen Namen. And so the name Yahweh is the name of salvation. Der Name Yahweh also ist der Name der Errettung. You know, we look in the book of Genesis 1, the Bible says that in the beginning God created the heavens and the earth. The word God there, the name God there is Elohim. Ja, wenn wir 1. Buch Mose 1 anschauen, da heißt es, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Der Name oder der Begriff für den Namen Gott ist eigentlich Elohim. This is the creation name of God. Das ist der schöpferische Name Gottes. It is not the name of God that relates with salvation. Das ist nicht der Name Gottes, der in Beziehung zur Errettung steht. And so here David said, bless Yahweh. Ja, hier sagt, my soul. Hier sagt David, preise Yahweh, meine Seele. And now we look in the book of Exodus 3, the verse 14. Und dann schauen wir uns in 2. Buch Mose 3, Vers 14. The name Yahweh is revealed to Moses. Und der Name Yahweh wird Mose gezeigt. When Moses confronted God in the burning bush and asked God, what is your name, when the children of Israel will ask me who have sent me? Am brennenden Busch, also diesen Strauch, was gebrannt hat, als Mose denn Gott konfrontierte, da fragte er, naja, wie heißt du denn? Wie sollst du genannt werden, wenn ich zu den Kindern Israel zurückgehe? And God responded and said, my name is I am that I am. Und da sprach Gott, mein Name heißt, ich bin, der ich bin. Amen. Amen. Now, this is the Savior name of God. Und das ist der Name Gottes, der rettet. This is the name that God reveals
the character, the attributes of him being a savior. Ja, also das ist der Name, der Gott zeigt, und zwar von der Eigenschaft her, dass er Retter ist. This is the name in which God relates to man with. Und das ist der Name, mit dem Gott mit dem Menschen umgeht. You and I, we can't be Elohim. Du und ich, wir können nicht Elohim sein. We can't create the stars and the angels and the universe. Wir können nicht die Sterne, die Engel, noch das Universum erschaffen. But God has related to us in his very person, his personal attributes. Und Gott hat den Umgang mit uns erschlossen, und zwar aus seiner persönlichen Eigenschaft. And so we see through the scriptures in Jesus' earthly ministries that he uses the name I am more than any other name. In many places he says, I am the bread of life, I am the light, I am, because the name I am is the name Yahweh. Is the name of salvation. Amen. Und den Menschen können wir sehen, dass in dem Dienst Jesu, und zwar auf Erden, den Namen, den er am meisten verwendet hatte, ist der Name Ich Bin. Ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. All das beschreibt den Namen oder den Begriff Yahweh. So David says, bless the Lord, bless Yahweh, bless I am, all my soul and all that is within me, bless his holy name. Und dementsprechend sprach David hier, preise Yahweh, preise Ich Bin, der Ich Bin, preise den Herrn meiner Seele und all mein Inneres, seinen heiligen Namen. Amen. So he calls the name Yahweh a holy name. Also nennt er den Namen Yahweh ein heiliger Name. Because that name is that which is sent forth from God to bring us away from any problem that we have. Und dieser Name wurde hinfortgesandt, damit der Mensch oder die Menschheit wirklich von jeglichen Belangen rausgenommen wird und zu ihm gebracht wird. Amen. So what does it mean to bless? Aber was heißt es zu preisen? What does it mean? Was heißt das? You know, to bless has to do with to know, to venerate somebody or to, you know, to declare it holy. Den Namen, also der Begriff preisen hier bedeutet, jemand zu respektieren, jemand hoch zu achten, jemand auch so einen Wert, also ich sag mal so einen hohen Wert zu geben, aber auch jemand abzusondern und zwar als heilig zu erklären. Amen. Amen. Now this is very interesting because David is talking to his soul. Interessant ist das hier, weil David zu seiner Seele spricht. So, what is the soul of man? Und was ist nun die Seele des Menschen? Because when we understand man's soul, dann wenn wir die Seele des Menschen begreifen, and then realize the command which is given to us through this psalm for the soul to bless the Lord. Und dann realisieren wir das Gebot, was durch diesen Psalm hervorkommt, nämlich den Herrn zu preisen. We will understand the result of our action, which is to bless. Wir werden das Resultat unserer Handlung begreifen, was eigentlich zu preisen ist. Now, the soul is given to man. Der Seele wird dem Menschen gegeben. So that man will be conscious, man will be aware of himself. Damit dem Menschen bewusst wird, sich selbst wahrnehmen kann. Without the soul, ohne die Seele, you cannot know who you are. Kannst du nicht erkennen, wer du bist. Without the soul, ohne die Seele, you will live a life out of control. Also wirst du ein wirklich unsteuerbares Leben führen. And so the soul was given for man to be conscious of who he is. Die Seele wurde dem Menschen gegeben, damit dem Menschen bewusst wird, und zwar von dem, was er ist. So in other words, the soul is the place of knowledge, of knowing who you are. Anders gesagt ist die Seele der Ort des Kennens. Ja, in der Seele erkennst du, wer du bist. And so David says, bless the Lord, O my soul. Und so sagt David, preis den Herrn, meine Seele. In other words, he's saying the soul needs to know the Lord.
Und anders gesagt, meinte David, die Seele soll den Herrn kennen. Amen. Amen. So it is a call to know the I am, to know Yahweh. Dementsprechend ist das hier den Ruf, Yahweh bzw. ich bin zu kennen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Because when we begin to know him, denn wenn wir anfangen ihn zu kennen, we begin to realize, dann fangen wir an festzustellen, that what God does, dass das was Gott tut, is not separate from who he is. Ist nicht getrennt von wer er ist. Now please listen to me very carefully. Also bitte hört mir ganz genau zu. Because here David says, forget not all his benefits. Und hier heißt es, vergiss nicht all seine Wohltaten. So he's talking about the Lord. Er spricht über den Herrn and his benefits. Und seine Wohltaten. What he gives. Also das, was er gibt. What he does. Was der Herr tut. And so the two are not separate. Und dementsprechend sind beide nicht voneinander getrennt. And so who God is, dementsprechend, wer Gott ist, is what he does. Ist genau das, was er tut. Please listen very also bitte hört ganz genau hin. Now, God is love. Gott ist Liebe. And so God can only do that which is lovely. Dementsprechend kann Gott nur etwas Liebliches tun. God is kind. Also Gott ist nett. His action can only be actions of kindness. Also Gott kann nur Nettigkeiten als Handlung haben. So if you want to know God, also wenn du Gott kennen möchtest, you know what he has done. Dann schau dir mal an, was er getan hat. Because what he has done, denn das, was er getan hat, is a manifestation of his person. Ist eine Manifestation seiner Person. And so God and his works, Gott und seine Werke also, they are not separate. Die sind nicht voneinander his getrennt. Person, seine Person is projected, wird projiziert in what he does, in seine Taten. This is the nature of I am. Aber genau das ist die Natur von Ich Bin. And so that is why David said, und deshalb sprach David, bless the Lord, oh my soul, preise den Herrn, meine Seele, all that is within me, bless his holy name, und all meine Innere seinen heiligen Namen, bless the Lord, oh my soul, preise den Herrn, meine Seele, and forget not all his benefits. Und vergiss nicht all seine Wohltaten. What are his benefits? Welche Wohltaten sind das denn? What are the things that he has done? Welche Dinge hat er getan? Remember, bitte denk dran. What he does, was er tut, is who he is. Ist genau wer er ist. And so then David begins to explain or enumerate to us what he has done. Nun fängt David an aufzuzählen, was der Herr getan hat. He says, who forgives all thy iniquities. Der da vergibt all deine Sünden. Now, if you look into this scripture, wenn, he's not talking about something he has done in the past. Wenn du diese Schriften ganz genau betrachtest, es geht nicht um seine vergangenen Taten. Who forgives all your iniquities? Der da vergibt all deine Sünden. Who heals all your diseases. Der da heilt all deine Krankheit. And so what is then David alluding to? Also worauf wollte David hinaus? He's trying to show to us the nature of God. Er möchte uns zeigen, und zwar die Natur Gottes. Through the works of God. Und zwar durch die Werke Gottes. Amen. Amen. Because God is forgiven. Weil Gott nun vergebend ist, he forgives. Was tut er? Er vergibt. Because God is a healer, weil Gott Heiler ist, he heals. Heilt er. So God is not separate. His person, his nature, his character, his attributes is not separate from what he does. Ja, also Gott in seiner Eigenschaft, sein Wesensart, seine Charakter, er ist nicht anders in seinen Handlungen als seine Person. This is so very important. Also das ist sehr, sehr wichtig. And it is the reason why man hardly understand himself. Und das ist auch der Grund, warum der Mensch sehr schwer sich selbst versteht. Man does not understand himself. Der Mensch versteht sich nicht. Man does not understand his action.
Der Mensch versteht seine Handlungen nicht. Because man does not understand God. Weil der Mensch Gott nicht versteht. Why? Warum nicht? Because you and I, weil du und ich, Genesis 1:26, das finden wir in 1. Buch Mose 1:26. We were created. Wir wurden erschaffen. In his image and after his likeness. Nach seinem Bild und seiner Ähnlichkeit. Amen. Amen. So this simply means that. Das heißt ganz einfach. Man cannot do what he is not. Der Mensch kann nicht das tun, was er nicht ist. Amen. Amen. So if you are evil. Also, wenn du böse bist. You will act evil. Dann wirst du nur böse Handlungen tun. So since God cannot be evil, da Gott niemals böse sein kann. God cannot be wicked. Da Gott niemals, ich sag mal so, schrecklich sein kann. God cannot act wickedly. Und deshalb kann Gott schreckliche Dinge, schreckliche Handlungen nicht tun. Amen. Amen. And so David said, "Oh my soul." Und da sagte David, meine Seele. Bless the Lord. Preise den Herrn. Know him. Kenne ihn. If you can know him in his person, wenn du ihn in seiner Person nicht his kennen kannst, work revealed his person. Doch schau doch mal seine Werke an. Seine Werke zeigen seine Person. Jesus says, if you don't believe me, und da sagte Jesus, wenn ihr mir nicht glaubt, believe the works that I do. Glaubt doch die Werke, die ich tue. Because the works that I do testifies of the Father. Denn die Werke, die ich tue, sie bezeugen den Vater. So why in the gospel is all about the works of Christ? Warum ist es so, dass in den Evangelien da geht es um die Werke Christi? Because the works of Christ reveal the nature of the Father. Weil die Werke Christi, sie zeigen die Natur des Vaters. The Father is a redeemer. Der Vater ist ein Erlöser. He can only redeem. Er kann nur erlösen. The Father is a forgiver. Der Vater ist ein Vergebender. He can only forgive. Der kann nur vergeben. The Father is love. Der Vater ist Liebe. He can only love. Er kann nur lieben. Amen. Amen. Now remember. Nun denk dran. The name of the Father is I am. Der Name des Vaters heißt Ich bin. It means at any time. Das bedeutet zu jeder Zeit. He's forgiven. Ist er vergeben. At any time. Zu jeder Zeit. He's healing. Ist er Heiler. At any time. Zu jeder Zeit. He's a redeemer. Ist er ein Erlöser. At any time. Zu jeder Zeit. He's righteous. Ist er gerecht. Now, this is who God is. Aber genau das ist Gott. And this is revealed in his works. Und das wird gezeigt durch seine Handlungen. I want to tell you something. Ich möchte euch was sagen. That may not be accepted by many. Und das wird wahrscheinlich nicht von vielen angenommen. The works of God. Die Werke Gottes. Is not miracles. Sind nicht Wunder. Miracles, Wunder, are product, are a result of his works. Sind das Resultat, das Endergebnis seiner Werke. Let me explain a little bit. Das erkläre ich ein bisschen. Now, his works, seine Werke, is what Jesus Christ has done. Sind genau das, was Jesus Christus getan hat. In redeeming, indem er erlöst hat. In forgiving, indem er vergeben hat. Amen. Amen. In blessing, indem er gesegnet hat. So all that which he did, alles was Jesus tat, through his death, burial and resurrection, durch seinen Tod, Begräbnis und Auferstehung, is called the works of God. Nennt man die Werke Gottes. Because it was God in him doing the work. Denn es war Gott in Jesus, der diese Werke vollbracht hat. So when he resurrected, als er auferstanden war, he said to his disciples, da sprach er zu seinen Jüngern, these miracles, this wonder shall you also do. If you believe in me. Ja, genau diese Wunder werdet ihr genauso tun, wenn ihr an mich glaubt. They shall follow you. Ja, sie werden euch, also die Wunder werden euch folgen. You should not follow them. Also, die Wunder sollen nicht durch dich gefolgt werden. Amen. Amen. They will follow you. Im Gegenteil, die Wunder folgen dir. Why?
Warum? Because you believe in the one who have done the works of God. Weil du an denjenigen glaubst, der die Werke Gottes vollbracht hat. Amen. Amen. Is it not a miracle to be saved? Ist es kein Wunder, gerettet zu sein? To be in Jesus is a miracle. Also in Jesus zu sein ist ein Wunder für sich. When we see him as our savior, wenn wir ihn sehen als unser Retter, we don't do anything to be saved. Denn wir tun nicht, um gerettet zu werden. He has saved us. Er hat uns gerettet. He has done the work. Er hat die Werke getan. Excluding my performance. Und zwar ohne meine Eigenleistung. None of us is 2000 years old here. Keiner von uns ist 2000 Jahre alt. Also, he did it alone. Er tat es allein. Without the help of no one. Und zwar ohne die Hilfe von irgendjemandem. And so today, und heute, when I believe in him, wenn ich an ihn glaube, I enter into the experience of salvation. So komme ich in die Erfahrung der Errettung. That is a miracle. Und genau das ist ein Wunder. It's a wonder. Das ist ein Zeichen. Oh, ja, ja, ja. Amen. You know, my brother said it in the beginning. Also mein Bruder hat es anfangs gesagt. Since we have become so familiar. Also wir sind wirklich familiär. Wir nehmen alles für gewöhnlich. With that which is so precious to God. Und zwar mit dem, was Gott so kostbar ist. Amen. Amen. When we believe the one that embodies everything about God, his nature, his attribute, his power, his work, when we only believe, we enter into the experience. Amen. Amen. Wenn wir denjenigen glauben, der wirklich Gott verkörpert, also seine Natur, seine Eigenschaft, seine Kraft, was passiert mit uns? Wir erleben Errettung. You know, when you understand the gospel, wenn du das Evangelium begreifst, you can't walk in deception. Also da kannst du nicht in List oder Täuschung wandeln. You are so discerning. Also du bist wirklich unterschieden. Du bist in der Lage, Dinge zu unterscheiden und because auseinanderzuhalten. You don't run for miracles. Warum? Weil du nicht hinter den Wundern herrennst. Amen. Amen. That is why we see many Christians are so deceived. When someone just come miracle, they run for miracle, and before they realize, hey, what has happened? No, it's because the gospel is not understood. When you understand, even when someone does miracle, it is not the miracle that attracts you to the ministry. It is the knowledge that you want to know of God. Because if you know God as he knows God, you will do what he does. Amen. Because you cannot be what you don't experience. Amen. Und deshalb ist es wichtig zu erfahren, leider Gottes sind viele Christen, also in der Mehrzahl getäuscht. Denn warum? Sie hören, irgendwo passiert ein Wunder, was tun sie? Es wird alles eingepackt und man fährt dorthin. Doch passiert denn später, dass die Personen dann getäuscht werden oder enttäuscht werden? Warum? Weil sie sich nicht die Zeit genommen, sich das Evangelium anzugucken. Selbst wenn ein Mensch durch einen Menschen Wunder geschieht, es ist nicht das Wunder, denn das Wunder ist nur ein Zeichen. Doch man musste mal schauen, woher kommt das denn? Was hat diese Person für ein Bewusstsein? Was hat diese Person gekannt? Denn warum? In der Erkenntnis Gottes erlebt man auch die Werke Gottes. Und deshalb ist es wichtig, dass das, was man ist, das tut man genauso. Halleluja. Halleluja. You know, Jesus performed miracles. He was a miracle worker. Jesus hat Wunder bewirkt. Also war wirklich ein Wunderwerker. Amen. He breathed miracle. Also Wunder war für ihn wie Atmen. Halleluja. Halleluja. Glory be to God. Ehre sei Gott. We believe in miracles. Wir glauben an Wunder. Because we believe in him. Warum? Weil wir an ihn glauben. Halleluja. Halleluja. So there was one time he performed miracles. Also es gab eine Zeit, wo er Wunder bewirkt hat. 5 loaves of bread, 2 fishes. Ja, muss man mal vorstellen, also 5 Stück Brote und 2 Fische. And he fed thousands of people. Und er hat tausende von Menschen ernährt. And the next day they were looking for him all over the place. Und am nächsten Tag hat man ihn gesucht. Wow! Wow! We thought revival has broken forth in the city. Also wir dachten wirklich, Erweckung ist ausgebrochen in der Stadt. Wenn es uns wäre, wir würden es freuen. Erweckung. Also McDonald's mag zu. When they met him, also als man ihn dann endlich mal gesehen hat. He says,
There's no revival. You're looking for me because of what I gave you to eat. Und da sagte er zu ihnen und sagt, nein, 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 also Moment, also Erweckung ist nichts. Ihr sucht mich, weil ihr gestern satt wart. Ihr wollt nochmal, ja, kostenfreies Essen bekommen. Amen. Amen. Halleluja. Amen. If it's today, no, no, the whole church, oh, revival genau. Everywhere, break forth. Also heutzutage würde McDonald's zumachen, Burger King genauso, denn warum? Wir denken, Mensch, wir gehen dahin, es gibt kostenfreies Essen. Amen. Amen. And when after they were rebuked by Jesus, they asked him a question. What can we do that we may walk the works of God? So, nachdem sie von Jesus getadelt wurden, da stellten sie eine intelligente Frage. Okay, was sollen wir nun tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Amen. Amen. Now please follow the question very well. Also bitte folgt der Frage sehr, sehr genau. It says, what can we do that we may walk, singular, the works of God. Was können wir tun, damit wir wirken, und zwar die Werke Gottes? And Jesus answer. Und die Antwort Jesu ist folgendes. This is the work of God. Nämlich das ist das Werk Gottes. Singular. Ja, Einzahl. That you may believe in whom he has sent. Damit ihr an dem Gesandten glaubt. Amen. Amen. That is a work. Genau das ist das Werk. You want to walk the works of God? It is not possible for us to walk the works of God. All that we need to do is only one work. What is that work? Is to believe in the one that came to do the works of God. Amen. He came for forgiveness. He came to redeem us. He came to heal us. He came to deliver us. He came to bring us back to God. And the only work you and I need to do is to believe in the one that God sent to do those works. Amen. We don't do those works. Amen. You can't heal yourself. You can't forgive yourself. You can't deliver yourself. There is nothing like that. All is in him. You only need to believe in him. Why is it so? Because in believing in him, you then imbibe his nature, his character, his ability. That is the purpose why we were created. And when you imbibe all this, you begin to walk like him and miracles begin to follow you. Hallelujah. Amen. Amen. Und deshalb ist es wichtig, auf die Antwort dieser Frage zu achten. Nämlich, wir wirken nicht die Werke Gottes. Denn warum? Gott hat einen gesandt, der diese Werke wirken soll. Unser Werk, das, was wir tun soll, ist nämlich an denjenigen zu glauben, der gesandt worden ist, diese Werke zu tun. Kannst du dich retten? Frage. Nein. Kannst du dich heilen? Nein. Kannst du dafür deine Gesundheit sorgen? Bist du in der Lage, dafür zu sorgen, dass Licht in deinem Herzen ständig scheint? Und zwar, nein, das ist die Werke Gottes. Gott hat durch Jesus Christus all diese Werke getan. Unsere Aufgabe, das, was wir tun sollen, ist nämlich an Jesus Christus zu glauben. Warum? Warum hat Gott uns das alles erspart? Er hätte uns alles machen lassen, aber das hat er nicht getan. Der Grund ist folgende. Wenn wir an Jesus glauben, dann nehmen wir seine Natur auf. Wir nehmen seine Eigenschaften an. Das heißt, so wie er sieht, so sehen wir. So wie er denkt, so denken wir. So wie er fühlt, genauso fühlen wir. Und was passiert mit uns? Dann sieht man nicht wir, man sieht Jesus in uns. Das heißt, wenn wir den wandeln, folgen uns die Wunder, genauso wie Jesus. Because what you experience, das, was du erlebst, is what you are conscious of. Genau dem ist dir bewusst. You cannot do what you are not. Das, was du nicht bist, das kannst du nicht tun. So sin is a conception in the heart. Das bedeutet, die Sünde ist ein Konzept oder ein Empfängnis. Es ist etwas Empfangenes in dem Herzen. It's not an action. Die Sünde ist nicht die Handlung. The action is a manifestation of your consciousness. What you are conscious that you are. What you have imbibed. What you have concocted. What you have conceived within your heart is what you will also act. Because man was created exactly like God. God cannot act what he is not. Before God will act, he first conceived. That is why he declared the end
from the beginning. Before he take an action, he already knows the end. So man, before man takes an action, it is because of what man has conceived within him. Hallelujah. Amen. Don't fool yourself. That is why God says, God cannot be mocked. Whatever a man soweth, so he will also reap. Und deshalb ist es wichtig zu sehen, dass die Handlung oder die Sündtaten, das sind das Resultat, und zwar aus dem Empfängnis der Sünde im Herzen. Also lasst euch nicht täuschen, der Mensch wurde erschaffen, genauso wie Gott. Das heißt, wenn das Ergebnis, sprich die Taten des Menschen, sündhaft ist, ist ganz einfach, weil der Mensch in sich die Sünde trägt. Er hat darüber nachgedacht, er ist sogar zu dem Gefühl davon gekommen und sogar die Energie der Sünde wurde freigesetzt, damit er Sündtaten tun kann. Doch bitte denkt dran, der Mensch wurde gottähnlich erschaffen. Das bedeutet, wenn Gott einen Schritt wagt, es ist, weil er den Ausgang dieses Schrittes kennt von Anfang an. Das heißt, Gott hat in sich diesen Schritt schon getragen. Er hat in sich die Gedanken und auch das Gefühl dafür. Und deshalb ist es wichtig zu ersehen, dass wenn wir uns in den Schritten Christi wagen, es ist, weil wir Christus zuerst aufgenommen haben. Doch wenn man sich in dem Irrtum, in diesem fehlerhaften Identität wandelt, was wird denn das Ergebnis? Es wird immer die fehlerhafte Folgen passieren. David says, all that is within me. Hier heißt es mit David nämlich, all das, was ich in mir trage, what is within you? Was ist in dir drin? What are all that are within you? Was gibt es denn alles in dir?